100 Tage Zeit gibt man jedem Politiker, bevor er seine Standpunkte erläutern muss. So viel Zeit wollten wir der neuen Chefin der Hoyerswerda Stadtbibliothek natürlich auch geben, bevor sie ihre Ideen und Pläne vielleicht einmal vorstellt. Anne-Kathrin Trojan ist jetzt neben mir. Wie sind Sie angekommen? Sehr gut, sehr herzlich aufgenommen. Kollegen sind fantastisch, haben mich auch sehr herzlich aufgenommen. Wunderbar, keine Probleme gehabt bisher. Nun haben Sie ja schon einige Stationen, Bibliotheken erlebt. Was ist so der Unterschied zu denen? Ich muss gestehen, zurzeit waren es, also in der Vergangenheit waren es immer wissenschaftliche Bibliotheken. Das heißt, die Zielgruppe waren immer Studenten, Dozenten, Professoren. Und jetzt hier in Hoyerswerda, das ist ja zum ersten Mal für mich eine öffentliche Bibliothek. Und somit hat sich die Zielgruppe ja auch geändert. Es sind Kinder dabei, Eltern. Ja, aber ich kann mich nicht beschweren. Alles gut. Sie sagten, eine andere Zielgruppe, andere Menschen. Kommt man da auch schneller mal ins Gespräch oder eher schwieriger? Nein, das nimmt sich gar nichts. Also das ist identisch. Man hat immer noch, also es ist das Gleiche wie in der wissenschaftlichen Bibliothek. Man kommt ins Gespräch mit einem Studenten, aber genauso gut auch mit einem Kind. Ja. Wenn man die Bibliothek so sieht, man hat ja, das weiß man ja, jeder, der im Beruf steht, so eingefahrene Wege. Wenn dann so der Blick von außen kommt, haben Sie schon das eine oder andere entdeckt, was Sie so gerne ändern oder vielleicht anders machen würden? Ich habe schon geändert. Das war zum einen der interne Ablauf von der Arbeitsweise der Kollegen. Der wurde umgestellt, ein bisschen aktualisiert. Das heißt, die Kollegen haben eine Zeitersparnis, es wurde ihnen ein bisschen was abgenommen, aber es wurde auch ein bisschen was dazugelegt. Ja, hat jeder jetzt seine Herausforderung und ja, das zumindest intern wurde schon ein bisschen was umgestellt. Kommen wir mal zur Bibliothek, wie ja so der Besucher sie kennt. Für viele gehört ja vom Prinzip her der Besuch hier so irgendwie zum Standardprogramm mit dazu. Wird sich hier in den Räumlichkeiten für die Nutzer was ändern? Auf jeden Fall wird sich für die Nutzer räumlich was ändern. Das ist zum einen die Aufstellung der Unterhaltungsmedien, die sich hier größtenteils in der unteren Etage befinden, und der Sachliteratur. Da möchte ich ein bisschen umstellen. Das heißt, die Krimi- und Familienromane ein bisschen ausbauen und oben bei der Sachliteratur ein bisschen einsparen. Der ist sehr umfangreich, der Bestand, was auch ungewöhnlich ist für eine öffentliche Bibliothek. Und den ein bisschen reduzieren und dafür aber die Unterhaltungsmedien breiter aufstellen. Im digitalen Zeitalter ist die Online ja ein ganz wichtiges Thema. Die Zahlen, die sind seit Jahren im Wachsen. Wird man da auch ein verändertes Angebot vorfinden? Dort werden wir auf jeden Fall zulegen. Ich habe die Online-Zahlen schon ausgewertet von den letzten Jahren und ich bin sehr zufrieden. Die Leser nehmen das sehr gut an. Es ist tatsächlich auch gefragt. Wir haben ja jeden Monat immer eine Online-Schulung. Das heißt, wer Fragen hat zur Online oder Probleme hat mit seinem E-Reader, kann gern zu uns kommen. Wir helfen da weiter. Und wie gesagt, das Angebot wird fantastisch angenommen und da braucht man so gut wie gar nichts umstellen, außer noch mehr in die Online geben an Titeln. Mhm. Ja. Mehr in die Online an Titeln geben, das heißt, es war ja immer so, einige Bücher fallen ja dann wieder weg, weil dann vom Prinzip ja die Lizenzen auslaufen und da war immer ein gewisser Bestand da. Dieser Gesamtbestand wird sich nicht erhöhen? Nein, das, wie gesagt, weil die Lizenzen, alte Lizenzen laufen aus, wir kaufen neue Lizenzen dazu. Wir haben natürlich noch unsere Verbundpartner, die auch miterwerben und mit denen wir uns auch den Etat teilen. Ja, aber groß umstellen wird sich da nichts. Wir versuchen natürlich noch ein breiteres Angebot zu geben, aber mehr kann man nicht machen. Erstmal. Die Bibliothek hier in Hoyerswerda ist ja auch bekannt dafür, dass über das Jahr hinweg zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Wird man dieses Projekt auch weiter beibehalten? Auf jeden Fall, wir sind da ja sehr erfolgreich, besonders mit unserer Kollegin, die Frau Stürmer, macht das immer sehr gut. Und besonders jetzt im April haben wir ja den Welttag des Buches. Der wird wieder bei uns kräftig gefeiert und so wird es natürlich das Jahr dann auch weitergehen. Es wird immer wieder was geben. Wir wollen natürlich nicht nur die Kinder mit ansprechen, wir möchten auch speziell mit in die Erwachsenenbildung mitgehen, Veranstaltungen für Erwachsene geben und natürlich für Senioren. Das ist uns wichtig. Ist ja in einer Stadt, wo sehr viele Senioren wohnen, auch ziemlich wichtig. Richtig, richtig, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Über die Bibliothek haben wir jetzt ganz viel geredet. Wie ist denn der Mensch, Anne-Kathrin Trojan, hier angekommen in der Lausitz in Hoyerswerda? Ich bin sehr gut angekommen. Ich hatte schon mit Hoyerswerda Kontakt, als ich Kind war. Ich bin ja gebürtig aus Radeberg und Dresden, daher kenne ich Hoyerswerda. Und ja, meine Interessen liegen beim Mountainbiking. Und tatsächlich, als ich hier mein Bewerbungsgespräch hatte und durch die Lausitz gefahren bin, dachte ich mir, fantastisch, das ist der Ort. Hier kann ich es mir gut vorstellen, zu wohnen, zu leben. Das bietet sich an. Und ich habe mich gefreut dann letztendlich, als es geklappt hat und ich die Zusage hier hatte. Dann wünsche ich weiterhin toi 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 und wir werden uns sicherlich ganz oft wiedersehen. Dankeschön.